Gleichfalls. So, dann sind wir schon auf Sendung, ne? Ja, hallo und herzlich willkommen zum MV-Effizienz Stammtisch der Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern, kurz LEKA. Mein Name ist Kerstin Kopp und ich begleite Sie heute zusammen mit meinen Kollegen Uwe Borchert und Janina Kurt. Frau Kurt kümmert sich im Hintergrund um die Technik. Wenn Sie Probleme mit EduDip haben, dann schreiben Sie ihr bitte im Chat. In unserem Stammtisch dreht sich heute alles um das Thema CO2-neutrale Strom- und Wärmeversorgung mit Biomasse. Wir sind mittlerweile 23 Teilnehmer, sehe ich gerade. Angemeldet hatten sich ein paar mehr. Da kommt bestimmt noch der ein oder andere noch wieder dazu. Für alle, die heute das erste Mal dabei sind, Sie sind weder zu hören noch zu sehen. Wir laden Sie aber herzlich dazu ein, sich jederzeit mit Fragen und Anmerkungen über den Chat zu melden. Und um zu sehen, ob das klappt, würde ich Sie jetzt mal bitten, zu schreiben, ob Sie mich hören und sehen können. Sehr gut. Herzlichen Dank. Das klappt perfekt. So, bevor wir starten, habe ich noch einige kurze Hinweise für Sie, und zwar zum zeitlichen Ablauf. Das Webinar ist bis 18:30 Uhr angesetzt. Dabei werden wir zunächst zwei Vorträge hören und einen Praxisbeitrag. Im Anschluss ab circa 18:15 Uhr werden wir dann Ihre Fragen beantworten bzw. in die Diskussion mit Ihnen starten. Ihre Fragen können Sie jederzeit gerne im Chat stellen. Wir werden diese während des Webinars sammeln und dann im Anschluss an die Vorträge an die beiden Referenten stellen, beziehungsweise diesmal sind es ja sogar drei Referenten. Genau, im Nachgang zum Webinar erhalten Sie wie immer Zugriff auf die Vortragsfolien sowie die Aufzeichnung. Und als nächstes würde ich Ihnen gerne die Referenten vorstellen. Muss ich mal gucken. Ach, da unten ist auch Dirk schon. Genau, im ersten Vortrag wird mein Kollege Dr. Uwe Borchert, technischer Berater bei der LEKA, auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die technischen Aspekte in Sachen Energieversorgung mit Biomasse eingehen und Fördermittel von Bund und Land aufzeigen. Herzlich willkommen, Uwe. Hallo, guten Abend alle zusammen. Im Eine Anschluss. Frage ganz kurz, ist der Ton jetzt besser? Ich habe im Chat gesehen, dass irgendwie das Video noch laufen soll. Also, ja, da müsste mal jemand im Chat antworten dann wieder, ne? Also bei mir Entschuldigung, ist dein kurz. Ton da, aber ich bin wahrscheinlich jetzt hier nicht Bei der mir passt das. ausschlaggebende Teilnehmer. Okay, dann machen wir mal kurz weiter. Wenn, also wie gesagt, wenn Sie Probleme haben, dann schreiben Sie bitte im Chat was dazu. Meine Kollegin Frau Kurt unterstützt Sie. Gut, wir haben aber heute noch zwei weitere Referenten und ich sehe jetzt auch Dirk schon da unten. Genau, im Anschluss an an die Präsentation von Uwe wird unser Gastreferent Davide Capraro, Sales Manager bei der Glock Ökoenergie GmbH, Glock Heizkraftwerke für Gewerbe und Industrie vorstellen. Herzlich willkommen, Herr Capraro. Vielen Dank und herzlich willkommen an alle, die uns zuhören werden. Im Praxisteil berichtet dann Dirk Klein, den sehen Sie hier unterhalb der Folien, der noch stumm ist gerade. Manager für Nachhaltigkeit im Hafens Ueckermünde über seine Erfahrungen mit BHKW. Herzlich willkommen, Dirk. Hallo. Hallo. So, bevor wir mit dem ersten Vortrag starten, möchten wir aber wie immer auch noch etwas über Sie erfahren. Zum einen möchten wir von Ihnen wissen, wie Sie sich mit Wärme versorgen und wie es mit Ihrem Wärme- und Strombedarf aussieht. Und dazu schalten wir jetzt mal eine Umfrage frei. Und die Frage lautet: Wie versorgen Sie sich derzeit in Ihrem Unternehmen mit Wärme? Es gibt sechs Antworten und Sie dürfen gerne mehrere Antworten auswählen. Und da haben wir zur Auswahl A Öl, B Gas, C Fernwärme, D Biomasse, E Abwärme und F Strom bzw. Umgebungswärme mit einer Wärmepumpe. Das sieht schon schön bunt aus. Ich gebe mal noch einen kleinen Moment Zeit. Also, wie versorgen Sie sich derzeit in Ihrem Unternehmen mit Wärme? Öl, Gas, Fernwärme, Biomasse, Abwärme oder Strom bzw. Umgebungswärme mittels Wärmepumpe.
So, da bewegt sich gerade nichts mehr. Ich denke mal, wir können mal das Ergebnis freischalten. Und wie wir sehen, ist der Spitzenreiter tatsächlich Gas. Gefolgt von mit 17% Biomasse. Oh, sehr schön zu hören. Und darauf folgen dann Abwärme, auch schön zu hören. Und Fernwärme. Und tatsächlich auch Wärmepumpen mit 10% sind schon dabei. Herzlichen Dank. Dann machen wir gleich mal weiter mit der zweiten Frage. So, und die lautet: Haben Sie einen BHKW-gerechten, ganzjährig gleichzeitigen Bedarf an Wärme und Strom in Ihrem Unternehmen? Und Sie haben zur Auswahl Ja, Nein oder C, Nein, aber im Sommer Kälte- bzw. Kühllasten. Und Sie dürfen nur eine Antwort auswählen. Ich wiederhole die Frage nochmal. Haben Sie einen BHKW-gerechten, ganzjährig gleichzeitigen Bedarf an Wärme und Strom in Ihrem Unternehmen? Zur Auswahl stehen Ja, Nein oder Nein, aber im Sommer Kälte- bzw. Kühllasten. So, ich denke, wir können das mal freischalten jetzt. Und da sehen wir das Ergebnis alle. Zu gleichen Teilen haben tatsächlich die Teilnehmer geantwortet Ja und Nein. Und 12,5% haben im Sommer Kälte- und Kühllasten. Okay. Herzlichen Dank. So, dann machen wir mal weiter und kommen gleich auch zu unserem ersten Vortrag. Also nochmal kurz zum Ziel unseres heutigen Stammtisches. Wir möchten Ihnen gerne aufzeigen, wann und wie sich der Einsatz erneuerbarer Energie und Kraft-Wärme-Kopplung in Ihrem Unternehmen lohnt. Das heißt, wie Sie mithilfe von Biomasse Ihre Wärme- und Stromerzeugung klimafreundlich und zukunftssicher gestalten und Ihre Strom- und Wärmekosten senken können. Außerdem möchten wir Ihnen heute aufzeigen, welche Fördermittel zur Verfügung stehen und wie Sie damit Ihre Investitionskosten zum Teil erheblich senken können. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal für Ihren Input und übergebe an meinen Kollegen Uwe Borchert. Ja, vielen Dank, Kerstin. Ich bin übrigens noch ganz fasziniert von der Umfrage 1. Da war, glaube ich, kein einziger Heizöl-Ankreuzer bei Ihnen. Ja. Na gut, wir sind ja jetzt hier in unserer Gruppe auch keine statistische Menge. Das macht nichts. Hier sind ja einige dabei, die sind schon ein bisschen Fan von erneuerbaren Energien und da bleibt das nicht aus, dass man da nicht mehr mit Heizöl sich versorgt. Na gut, langes Gerede. Ich möchte jetzt gleich starten. Ich werde in meinem relativ kurzen Vortrag, gucken Sie auf die Agenda, ein paar technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu Biomasse als Energiemöglichkeit erzählen. Das wird nachher ein bisschen gemischt bei den Fördermöglichkeiten. Da kommen auch noch ein paar wirtschaftliche Aspekte dabei. Ganz zum Schluss, wie immer, noch einige wenige Worte zu uns als Kampagne MV Effizient und was wir für Sie tun können. Aber gehen wir gleich ins Volle, in das Fachthema technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die Energie aus Biomasse zählt natürlich zu den erneuerbaren Energien. Sie ist sozusagen eine sehr indirekte Form der Sonnenenergie. Wind ist ja auch schon eine indirekte Form der Sonnenenergie, aber ein bisschen unmittelbarer. Die Biomasse, die wächst über Jahre oder Jahrzehnte und speichert damit Energie und natürlich auch bindet dabei CO2. Im Gegensatz zu fossilen Energieträgern, wo wir ja gelagerte Energie von der Sonne indirekt gespeichert haben von Hunderten von Millionen Jahren. Das bloß mal zum kleinen Einstieg. Gleichzeitig, wir zeigen dieses Diagramm gerne, ne, mit den Verlusten und so weiter, aber heute geht es mal um die linke Seite, um
um die Seite, wo die Energie eigentlich herkommt. Natürlich ist das andere auch wieder immer interessant. Wir wollen, bevor wir eigentlich an die Energiequelle denken, immer schön an der Effizienz arbeiten und unser Unternehmen, unser Gebäude oder den Prozess an sich effizienter machen und die Leute, die daran arbeiten, auch mitnehmen. Heute geht es um die Seite der Energie, wie sie hineinkommt und der sogenannte Primärenergiefaktor für Biomasse als eine der erneuerbaren Energien, der ist natürlich ein bisschen günstiger als für fossile Energieträger wie Erdgas beispielsweise. Ja, nicht ganz so optimistisch zeigt diese Karte von Mecklenburg-Vorpommern, dass die Waldbestände nicht so, sagen wir mal, so extrem dicht sind wie vielleicht in ganz anderen Gegenden. Aber dennoch haben wir Holz. Wir haben Holz auch in Mecklenburg-Vorpommern. Das kann man auch ruhig nutzen, wenn es denn doch zur Verfügung steht. Es wird vielleicht niemals, also diese Biomassenutzung, niemals die Bedeutung erlangen wie von den anderen Energieformen der erneuerbaren Energien. Aber es ist dennoch eine der Schienen, die wir nutzen sollten, um CO2-neutraler unseren Strom und unsere Wärme zu erzeugen. Für die Biomasse gelten gemeinhin bekannt als Quellen natürlich die Rohstoffe Holz in verschiedenen Formen, als Scheitholz, als Holzhackschnitzel oder gepresst als Pellets. Aber zu diesen Biomasse-Rohstoffen gehören im Allgemeinen, also Rohstoffe, die auch einen Energiegehalt haben, gehören auch das Halmgut, Stroh, Schilf und spezielle Energiepflanzen und selbstverständlich das Biogas, das aus Gärprozessen gewonnen wird. Die Anlagen, die wir haben zur Nutzung von Biomasse, sind einerseits Feuerstätten, hier auf der linken Seite dargestellt, Biogasfeuerung oder schnöde Verbrennung von Holzteilen oder Holzartigen in Öfen. Aber eben auch, und dazu kommen wir heute im zweiten Teil, das werde ich ja gar nicht machen, da freue ich mich auf den nächsten Vortrag, auf die Vergasung von Biomasse. Auf der rechten Seite sehen wir hier Anlagen, Kraft-Wärme-Kopplung, Blockheizkraftwerke, die mal dafür prädestiniert sind, nicht nur einfach Wärme aus der Biomasse bereitzustellen, sondern wie mit Hilfe von Wärmekraftmaschinen aus der Prozesswärme bei dem Verheizen der Biomasse zunächst einmal eine Kraftmaschine anzutreiben und damit Strom zu erzeugen und mit deren Abwärme dann die eigentlichen Wärmeprozesse zu betreiben. Interessant sind vor allem in der näheren Zukunft sicherlich diese sogenannten OEC-Anlagen, Organic Rankine Cycle. Das sind so eine Art trockener Dampfprozess mit Kältemitteln, um auch möglicherweise Niedertemperaturwärmen verstromen zu können. Da kommen wir vielleicht mal an einem anderen Stammtisch nochmal näher drauf zu sprechen. Ansonsten ist es natürlich möglich, mithilfe von der Pyrolyse, der Vergasung von festen Brennstoffen, auch Verbrennungsmotoren wie Automotoren zu betreiben. Dieses sehr einfach gehaltene Anlagenschema zeigt einmal, wie zum Beispiel ein Biomassekessel in eine Heizanlage für ein Gebäude eingebunden werden kann. Hier ist dann noch dargestellt, etwas oldschool, noch ein Spitzenlastkessel als Ölkessel. Ansonsten geht es hierbei nur um die reine Wärmeerzeugung. Das wäre jetzt mal eine ausgeführte Anlage. In diesem Fall werden Holzhackschnitzel als Festbrennstoff genommen. Und hier geht es auch um, das ist keine Direktfeuerung, das ist eine Vergaserfeuerung. Das andere Verfahren, wir müssen uns jetzt nicht daran stören, dass die Beschriftung auf der Grafik relativ klein hier ausfällt. Das ist eine große Anlage, ein großes Blockheizkraftwerk. Es geht darum, dass hier in diesem Fall in einer Direktfeuerung ein Dampferzeuger betrieben wird und mithilfe des Prozessdampfes ist hier etwas vereinfacht dargestellt. Normalerweise haben wir dann noch Dampfüberhitzungsanlagen, damit der Wirkungsgrad steigt und mehrstufige Turbinenanlagen. Jedenfalls geht das alles in eine Dampfturbinenanlage und die
Abwärme aus dieser Dampf, aus diesem Dampfkraftprozess, die wird dann für Heizzwecke genutzt. Die Dampfturbinenanlage treibt hier eine Generatoreinheit an und wir erhalten Strom aus diesem Prozess. Hier auf diesem Schema ist jetzt eine BHKW-Anlage dargestellt, bei der Gaserzeugung, also dieses Brenngas, das Schwachgas für den Ottomotor erzeugt wird aus einer Pyrolyse. Das sieht sehr einfach aus auf dieser Darstellung. Wir werden nachher noch sehen in dem anderen Vortrag, dass das doch ein bisschen komplexer aussehen kann. Und da steckt wirklich Know-how drin. Das ist etwas komplizierter als hier dargestellt. Aber das Prinzip ist auch gleich, ein Verbrennungsmotor erzeugt Strom mithilfe eines elektrischen Generators, die Abwärme aus dem Verbrennungsmotor, aus dem Abprozess der Schwachgaserzeugung, die kann genutzt werden. Ja, hier auf dieser Grafik ist mal sind ein paar ungefähre Zahlen dargestellt, wie viel Volumen man benötigt, um beispielsweise hier 20.000 Kilowattstunden bereitzustellen. Je enger natürlich das Holz ist, zum Beispiel in Holzscheiten, in Stämmen, umso geringer ist der Platzbedarf. Aber man sieht schon mal, wenn man jetzt hier Oldschool-Heizöl daneben sieht, dass doch pro gespeicherten Vorrat der Biomasse ein deutliches Mehr an Platz benötigt wird. Holzhackschnitzel sind hier die rechte Säule, die benötigen am meisten Platz. Und hier ist auch ein schönes Foto davon. Wenn wir jetzt uns mal um die Holzhackschnitzel kümmern, da gibt es spezielle Qualitätsklassen, die also einerseits hinsichtlich ihrer Qualität der Herkunft des Holzes und der Zusammensetzung unterschieden werden und andererseits im Wasser- und Aschegehalt. Diese Grafik verdeutlicht illustriert ein wenig die ungefähr zu erwartenden Gestehungskosten. Das ist jetzt ein bisschen pauschalisiert. Wir haben verschiedene Anlagengrößen. Größere Anlagen sind in der Regel pro Kilowattstunde günstiger als sehr kleine Anlagen. Aber wir bewegen uns immer in diesem Feld, wo wir in den lohnenswerten Bereich kommen. Also selbst wenn man jetzt mal diese ganzen Förderungssachen weglassen würde, wäre es immer interessant, ein Blockheizkraftwerk auch mit Biomasse zu betreiben. Das wird noch interessanter, wenn wir mal auf diese Grafik schauen. Sie sehen hier immer Säulengruppen, immer drei Säulen nebeneinander. Und diese ganz dunkle Säule, die stellt den Kostenfaktor für Biomasse dar. Und die beiden rechten Säulen sind für Erdgas in Blau und in Grau für Heizöl. Und wir haben es ja jetzt schon alle mitgekriegt, dass in der nächsten Zeit ein paar CO2-Abgaben steigenderweise auf uns zukommen. Wahrscheinlich haben auch schon einige von uns Anwesenden die Bescheid bekommen, dass sich der effektiv zu zahlende Energiepreis fürs kommende Jahr wahrscheinlich so irgendwie zwischen 20% und 25% erhöhen wird. Das mit der CO2-Abgabe bleibt natürlich aus, obgleich natürlich die Verwendung von Biomasse nicht hundertprozentig CO2-neutral ist, aber der Brennstoff an sich ist selbstverständlich CO2-neutral, weil er ja nur einige Jahrzehnte maximal gebraucht hat, um das CO2 zu speichern und das emittierte CO2 sozusagen vorher aus der Luft geholt wurde. Warum ist das so? Naja, hier in dieser Darstellung, die grünen Bereiche, das sind so alles erneuerbare Energien, orange auch, aber hier insbesondere das, was wir hier für die Wärmebereitstellung verwenden können. Sie sehen auch, dass in dieser Darstellung, dass, wie eben schon erwähnt, ganz CO2-neutral ist es zurzeit nicht. Schließlich müssen auch Gerätschaften, Anlagen, Module, Halbleiter und so weiter, das muss auch alles hergestellt werden und ganz CO2-frei geht das einfach noch nicht. Aber das birgt ein bisschen Hoffnung. Die anderen da, ne, die dunklen, die bösen, der Ölheizkessel und so weiter, Fernwärme mit
konventioneller Wärmezufuhr. Das steht natürlich deutlich schlechter da, da ist die CO2-Bilanz nicht so günstig. Hier nochmal ein kleiner Überblick, wo Energie eigentlich hingeht. Je nach Quelle schwankt das immer mal. Eigentlich ist der Wärmebedarf relativ groß. Also der Wärmebedarf nimmt mit den größten Anteil überhaupt, gefolgt von anderen Sachen wie dem Verkehr. Wenn Sie selbst sich mal ein Bild machen wollen, was auf Sie zukommt in Sachen CO2, die Preise sind ja mehr oder weniger bekannt und wir können sicherlich spekulieren, dass sie in der nächsten Zeit vielleicht sogar stärker steigen als zunächst angekündigt. Hier auf diesem Link www.iak.de CO2-Preisrechner können Sie gerne mal sich einen Überblick verschaffen, was auf Sie zukommt, wenn Sie mit den fossilen Energieträgern arbeiten. Und im Gegenzug natürlich auch, was Sie dann im Falle von der Nutzung von erneuerbaren Energien beziehungsweise von hier in diesem speziellen Fall von unserem heutigen Stammtisch bei der Nutzung von Biomasse einsparen können. Ja, hier eine leicht aktualisierte, aber noch nicht ganz aktualisierte Grafik. Eigentlich müsste man hier noch so einen Haken ranmachen, auch beim Gas. Das ist so die Entwicklung der Preise für die einzelnen Brennstoffe. Unten blau dargestellt sind die Holzhackschnitzel. Die bewegen sich auf einem normalerweise eher konstanten Niveau. Da habe ich jetzt auch keine aktuellen Zahlen. Kann sein, dass jetzt im Moment ein bisschen geringfügig wieder in die Höhe geschossen ist. Wir sind schließlich am Ende des Jahres, wo es anfängt kalt zu werden. Das gleiche für Holzpellets, aber hier beim Heizöl. Da ist der Preis ja zuletzt stark angestiegen durch den Ölpreis allein schon. Ziemlich konstant, aber auf höherem Niveau sehen wir das Erdgas. So, ich springe jetzt mal gleich in die Fördermöglichkeiten, weil das letztendlich mitentscheidet, ob oder ob nicht. Ob man mit Biogas, mit Biomasse ein Blockheizkraftwerk betreibt oder nicht. Ganz kurz, wie immer, das gilt eigentlich für unsere ganzen Themen, die wir hier so, für alle Themen, die wir hier so durcharbeiten bei unseren Stammtischen. Fördermittel gibt es für alles Mögliche. Für die Unternehmen haben wir grundsätzlich Förderung auch für die Beratung, für die eigentlichen Gebäude und für Prozesse und für Anlagen. Förderquellen sind der Bund und unser Land natürlich und über die Einspeisevergütung auch die EU. Hier gucken wir mal auf die erste Folie. Links auf der linken Seite ist die Förderung für die Energieberatung beispielsweise dargestellt. Die bezieht sich seit einer Änderung im Ende des letzten Jahres, wenn ich mich recht erinnere, jetzt auf die nette Grundfläche des Unternehmens. Ansonsten haben wir hier auf der rechten Seite einen Kredit von der KfW, einen geförderten Kredit. Der ist relativ zinsgünstig. Der umfasst eigentlich so ähnlich wie die Förderrichtlinie des Landes, die ich nachher am Ende nochmal zeige, so gut wie alles, was in irgendeiner Weise mit erneuerbaren Energien zu tun hat, so auch die Strom- und Wärmeerzeugung mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen aus fester Biomasse, aus verschiedenen Biomasse, aus Biogas, aber auch viele andere Dinge, die jetzt hier nicht draufstehen, auch PV-Speicher, PV-Anlagen, dieses Ganze, das ist da alles mit zusammengefasst. Ein Zuschuss gibt es da zurzeit nicht, das ist rein auf Kreditbasis im Moment möglich. Die nächste große Gruppe, das hat sich geändert, das ist nämlich seit 1. Januar 2021 so wirksam. Die nächste große Gruppe ist die BEG-Förderung, die wird über das BAFA sozusagen verwaltet. KfW-Kredite fallen da rein und KfW-Zuschüsse. Das ist jetzt zusammengefasst auf eine Sache. Diese BEG-Förderung, sowohl für Wohngebäude hier oben in der Überschrift als WG und Nicht-Wohngebäude, NWG und Effizienzgebäude als EM bezeichnet, betrifft sowohl Neubauten als auch Sanierung. Und sowohl Einzelmaßnahmen als auch ganze Anlagen.
Da, wo praktisch noch hier dieser Fördersatz mit Austausch der Ölheizung ist, kann man das noch kombinieren. Das geht natürlich nicht beim Neubau. Da hat man keine alte Ölheizung drin, die man rausschmeißen kann, aber das geht dann eben um Sanierungsprojekte. Da ist es möglich, wenn Sie eine Ölheizung rausschmeißen wollen, die jünger als 30 Jahre ist, kann man diese erhöhten Fördersätze erhalten. So, die Biomasseanlagen, die sind hier dargestellt. Fördersatz für Biomasseanlagen und alles, was da so dranhängt, wenn Sie die installieren, beträgt 35%. Jetzt zu einer anderen Sache. Wenn wir jetzt uns ein bisschen konzentrieren, nicht nur auf die Wärmeerzeugung allgemein, sondern auf die Stromerzeugung und auf den Wunsch, diesen Strom, den wir erzeugt haben, auch einzuspeisen. Da gibt es die EEG-Einspeisevergütung nach Paragraph 27. Die ist ein bisschen unübersichtlich. Ich versuche das mal nur sehr kurz zusammenzufassen. Zurzeit gibt es für Anlagen, die im Januar 2021 in Betrieb genommen wurden, und das gilt bis 30.06.2022, eine Festvergütung für Holzgasanlagen. Das ist jetzt schon runtergerechnet auf die Anlagen, die Holzgas, also das, worüber wir heute hier sprechen, machen von 12,6 Cent pro Kilowattstunde für Anlagen, die entsprechend klein sind. Anspruch hat man nämlich nur für kleine Anlagen bis 100 Kilowatt, und darüber hinaus kommt es darauf an. Vielleicht ist das andere günstiger, wenn Sie mal schauen. Ab über 100 Kilowatt gibt es eine Verpflichtung zur Marktprämie, da können Sie nicht mehr die Festvergütung nehmen. Dort könnte es sein, dass Sie besser fahren sogar. Kann man nicht pauschal sagen, es kommt auf den Monatsmarktwert des Marktstroms an. Und bei ganz großen Anlagen bis 20 Megawatt oberhalb von 100 Kilowatt gibt es eine Verpflichtung zur Ausschreibung. Und das wird jetzt ein bisschen hakelig. Ich habe jetzt hier mal nur diese Zahl von 15,9 Cent pro Kilowattstunde. Das war jetzt irgendwie letzte Woche. Da solche Gebote wurden gehört. Es gibt, falls die Anlage kleiner ist, also Sie können, ne, Sie müssen nicht, aber Sie können auf die Ausschreibung gehen, auch mit kleinen Anlagen, würde es einen Bonus geben von 0,5%. Und jetzt ist noch zu beachten, dass als Leistung, die überhaupt bemessen wird, 75% der installierten Maximalleistung dieses Blockheizkraftwerkes mal die Betriebsstunden pro Jahr, also diese Volllastbetriebsstunden. Noch zu beachten ist, dass sowohl die Festvergütung als auch die Marktprämie als auch die Ausschreibung einer Degression unterliegen. Also wenn Sie angefangen haben, ist das nicht so wie bei den PV-Anlagen, man macht einen Vertrag und das bleibt dann so die nächsten 20 Jahre. Nein, da gibt es für die Anlagen ab Juli 2022 0,5% pro Jahr eine Verringerung der Vergütung. Hier in dem Fall von 12,6 Cent pro Kilowattstunde auf 12,15 oder was das da war. Das war etwa 0,5% und das ist jedes Jahr. Bei der Ausschreibungsvariante sogar um 1% pro Jahr. So, das war das zu der Förderung. Hier noch ein kleiner Überblick, ein Vergleich. Vielleicht, also es ist sicherlich nicht sinnvoll, eine rein mit Biomasse betriebene KWK-Anlage übers KWK-Gesetz zu betreiben. Ist natürlich eine sichere Sache, aber wir haben auch eine Begrenzung. Wenn Sie mal schauen, hier. Die Förderdauer ist 30.000 Stunden. Das gilt auch für die kleinen Anlagen bis 50 Kilowatt, 30.000 Volllastbetriebsstunden. Das ist dieses VBH, Volllastbetriebsstunden. Da könnte es sein, dass die EEG-Einspeisung wesentlich günstiger ist als das. Aber es ist eine Alternative, insbesondere dann, wenn die Anlage nicht ausschließlich mit Biomasse, also das, was als Biomasse deklariert ist, genutzt wird, sondern möglicherweise ein Mischbetrieb stattfindet. Ist vor allem interessant,
eigentlich für Anlagen, die mit Gas betrieben werden, also mit Methan, wo wir dann einerseits die Biomasse-Nutzung drin haben, Biogas-Nutzung drin haben und wenn keins da wäre, dann mit dem Erdgas nachhelfen könnten. Das wäre dann so ein Mischbetrieb und da könnten wir, da wäre dann die Einspeisung per EG, Einspeisevergütung wäre dann ausgeschlossen, dann müssten wir das hier nehmen. Hier rechts sehen Sie noch eine Beispielrechnung, wie sich dann der eigentliche Vergütungspreis zusammensetzt. Hier ist in dem Fall ein KWK-Zuschlag von 8 Cent unterstellt worden. Das ist der Marktpreis. Das sind vermiedene Netzkosten, ne? Also weil ja der Strom jetzt nicht durchs Netz geflossen ist, das muss man rechnerisch, das ist jetzt nicht, sieht man nicht irgendwo auf der Abrechnung, aber Sie müssen das ja nicht bezahlen, da Sie diesen Strom ja dann nicht genommen haben, kommt man dann hier bei 8 Cent KWK-Zuschlag und einem beispielhaften ortsüblichen Preis von 3,3 Cent pro Kilowattstunde auf 11,8 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ganz ordentlich. So, bei uns im Bundes, in unserem schönen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gibt es immer noch diese, das wird es auch weitergeben, diese Klimaschutzrichtlinie für Unternehmen. Das ist immer dieselbe Adresse. Da müssen wir uns jetzt nicht dran stören, dass jetzt die eine Förderperiode gerade ausläuft, die andere anfängt. Wenn etwas in dieser Richtung gefördert werden soll, dann ist das der richtige Ort, wo man sich umschauen kann. Wir unterstützen Sie dabei auch, das richtig aufzufinden. Unterstützung bekommen wir im Land auch von unserer Kollegin aus der Fördermittelberatung im Lea in Neustrelitz. Ja, so sind wir mit 3 Leuten, die das beraten, in unserem Land ganz gut aufgestellt, oder? Jetzt noch ein paar Worte zu uns, falls Sie uns das erste Mal sehen, vielleicht. Unsere Landesenergie- und Klimaschutzagentur, die wurde 2016 gegründet, zunächst mit 3 Leuten. Wir sind inzwischen auf 13 angewachsen, in zurzeit 2 Kampagnen. 3 wurden aber durchgeführt. Wir haben Standorte in Stralsund, Schwerin und Neustrelitz. Die ersten Aktivitäten waren im Bürgerbeteiligungsgesetz für Windkraft, gefolgt von einem Projekt zur Förderung der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität bei uns im Land. Unsere Kampagne MV-Effizient, die läuft seit 2018. Und wir haben noch eine neue Kampagne laufen, Akzeptanz erneuerbarer Energien, insbesondere mit Kommunen. Ja, wenn Sie uns brauchen, wir können Sie dabei unterstützen für eine Initialberatung, total neutral und kostenlos für Sie, für Unternehmen. Wenn Sie uns brauchen, rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns auf irgendeinem dieser Kanäle. Auf unserer Internetseite finden Sie auch noch unsere Kontaktdaten und demnächst finden Sie außerdem diese Folien von dieser Präsentation oder zumindest den Hinweis darauf und können sich das nochmal in Ruhe anschauen. Vielen Dank erstmal und ich bin gespannt auf die nächsten Vorträge und die Diskussionen. Super, danke Uwe. So, bevor es mit dem zweiten Vortrag weitergeht, haben wir noch mal eine Umfrage für Sie vorbereitet. Ja, und hier möchten wir gerne wissen, warum Sie bisher noch keine Biomasse im Unternehmen nutzen. Das ist also eine Frage für alle, die noch keine Biomasse nutzen. Wir hatten ja vorhin schon einige dabei, die tatsächlich schon Biomasse nutzen. Also Sie können sich jetzt zurücklehnen sozusagen. Ja. Und da haben wir 3 Antworten zur Auswahl. Ich habe nicht genug Informationen zu dem Thema A. B, die Anschaffungskosten für eine neue Anlage sind zu hoch. Oder C, ich habe nicht ausreichend Platz für Trocknung bzw. Lagerung der Biomasse. Ich wiederhole die Frage nochmal. Warum nutzen Sie bisher noch kein BHKW mit Biomasse in Ihrem Unternehmen? A. Ich habe nicht genug Informationen zu dem Thema. B. Die Anschaffungskosten für eine neue Anlage sind zu hoch. Oder C. Ich habe nicht ausreichend Platz für Trocknung bzw. Lagerung der Biomasse. So, ich glaube, wir können das Ergebnis mal freischalten. Die meisten von Ihnen sagen tatsächlich, Sie haben nicht genug Platz. Das ist ja auch mal interessant.
Gefolgt von 33%, die sagen, sie hätten nicht genug Informationen zu dem Thema. Das können wir hoffentlich heute zumindest ein bisschen abschaffen, beziehungsweise ihnen Informationen geben. 25% sagen tatsächlich auch, dass die Anschaffungskosten für eine neue Anlage zu hoch sind. Ich hoffe, Herr Capraro kann da gleich vielleicht noch auf das eingehen, genau, in seinem Vortrag. Also herzlichen Dank erstmal fürs Mitmachen. Dann geht es jetzt nämlich auch gleich weiter mit dem Vortrag von Herrn Capraro. Er ist Sales Manager bei Glock Ökoenergie, einem Hersteller von Holzgas-Blockheizkraftwerken in Österreich. Davide Capraro ist seit 2004 für Bauvorhaben im Anlagenbau und in der Planung von Biomassekesseln verantwortlich. Seit 2009 ist er im Vertrieb von Biomasseanlagen im Bereich Wärme, Prozesswärme und Verstromung für Kleinbetriebe, Industrie und Heizwerke tätig. Und in seinem Vortrag wird er jetzt über Blockheizkraftwerke für Gewerbe und Industrie informieren. Und damit übergebe ich das Wort an Sie. Vielen Dank. Also, normalerweise tue ich mich ja etwas einfacher mit Vorträgen mit Leuten, also direkt vor den Leuten. Aber wir werden es heute ein bisschen anders machen. Ist ja heute in den letzten 2 Jahren immer sozusagen normal geworden, immer normaler geworden. Passt. Ich habe da noch kurz. Kurz zu mir, wie gesagt, also wir haben da in den letzten, also ich habe ja mit meiner eigenen Firma und mit der Vorgängerfirma, wo ich noch dazu unterwegs war, ungefähr 3000 Anlagen in Europa und außerhalb Europa teilweise auch aufgebaut und in Betrieb genommen und habe auch im Bereich BKW mit, ja, Verstromung durch Dampfanlagen und OEC mit Systemen in anderer Weise, sage ich mal, auch schon mehrere Anlagen aufgestellt. Seit 2 Jahren komplett für Glock unterwegs und heute werde ich mal ein bisschen den Produkt von uns, also von der Glock Ökotech präsentieren. Wir haben uns jetzt in den letzten Monaten ein bisschen auch farblich geändert. Deswegen, wir sind jetzt von der dunkleren Farbe jetzt auf die grüne gegangen und sind jetzt auf Ecotech umgenannt worden, von Ökoenergie auf Ökotech. Ein bisschen internationaler. Also, zu den, okay, Firmenpräsentation gehen wir gleich weiter. Muss leider. Wieso eigentlich unser Mission, also Mission ist auch von der Firmen und von unseren Geschäftsführer, wie auch von unserem ganzen Vorstand von der Firma, Schutz des Klimas, natürlich einer der wichtigsten Punkte in der Firmenentwicklung von unserer Firma, wie auch von den anderen Firmen. Wir sind weltweit natürlich unterwegs und das ist für uns ganz, ganz wichtig, die Vorreiterrolle natürlich und in der zentralen Energieversorgung und natürlich Ressourcenerhalt für zukünftige Generationen. Dazu nochmal kurz ein Thema, auch zu den Folien, was wir vorhin gesehen haben, bei den anderen Vortrag. Holz ist natürlich im Vergleich mit Öl oder mit anderen Heizmöglichkeiten natürlich vom Platzbedarf immer ein bisschen, unbequemer, sagen wir mal so, wenn man es sehen will. Aber durch verschiedene Möglichkeiten, das muss man auch ganz, ganz, ganz einfach auch betonen, gibt es natürlich heutzutage viele Varianten, auch sehr gut mit Holz, Hackschnitzel oder Pellet natürlich Anlagen zu betreiben und auch sehr komfortabel zu betreiben. Das heißt dann mit Systemen, dass man zum Beispiel im Bereich Pellet den Pellet auch in den Lagerräumen, ähnlich wie bei Öl oder bei Gas, auch in Erdebene oder unterirdische Lagerstätte machen und dadurch natürlich das Pellet ein oder mehrere Male, sage ich mal, im Jahr auch rein gefördert wird durch Luftdruck, ähnlich wie beim Gas oder ähnlich wie bei Pumpen für Öl, kann man das auch mit Pellet machen. Mit Hackschnitzel natürlich hat man etwas, sag ich mal, mehr Raumbedarf. Diese Werte sind natürlich ganz wichtig, dass man es im Bereich
der auch vor der ganzen genauen Planung auch genau, sag ich mal, die Vorortschaft, die in der Ortschaft, sag ich mal, die Situation vor Ortschaft genauer untersucht und dadurch natürlich auch, sag ich mal, ein bisschen die bessere Lagertechnik auswählt, weil das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte bei so einer Anlage, dass man dort, sag ich mal, eine Anlage natürlich hinstellt, aber dann natürlich, dass die ganze Peripherie auch mit der Ortschaft vor und mit dem System selber, sag ich mal, auch sauber arbeiten können. Also, ja. Zu der Firma. Die Entwicklung von unseren BKWs ist eigentlich schon in 2008 gestartet, aber erst in 2010 haben wir die Firma gegründet. Die Firma Glock, natürlich ist es jetzt seit mehreren Jahrzehnten, aber in 2010 wurde natürlich die Ökoenergie gegründet. Das in Griffen in Österreich, in Kärnten, in dem schönen Seegebiet in Österreich. Zurzeit haben wir 55 Mitarbeiter bei 3.000 Quadratmeter Produktionsfläche und 10.000 Quadratmeter System. Dieses Lager gab es, also diese Fertigungsstätte gab es eigentlich schon. Wir haben sie praktisch zugekauft von einer Firma, die dort sässig war, und haben das natürlich transformiert, damit es auch eine sowas wie ein grüner Jobbereich wird. Es wird sich noch erweitern in den verschiedenen leeren Städten, die dort, also Lager, die noch dort neben uns noch frei sind. Und wir erwarten in den nächsten 2 Jahren noch ungefähr 500 bis 600 Quadratmeter, die noch dazukommen werden an Oberflächen. Und Zusatzplatz wird noch durch andere Firmen, die mit uns zusammen kooperieren, in der ganzen Region auch mehrere Arbeitsplätze noch erschaffen. Wie kommen wir eigentlich auf unsere Holz-BKWs? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, das Team ist eigentlich eine Gruppe von verschiedenen Firmen, die natürlich die Entwicklung in den letzten Jahren auch mitgewirkt hat in den BKWs. Glock ist mit Glock-Technologie, also Forschung und Entwicklung von den Firmen, von der Firma, also vom Konzern, ist die Forschung und Entwicklung praktisch von der ganzen, vom ganzen Konzern bei Glock Technology. Dort haben wir ungefähr 100 Mitarbeiter in Bereich natürlich verschiedene Bereiche von Safety bis Healthy und Energie natürlich. Ziemlich ähnlich aufgeteilt mit den Mitarbeitern. Die Produktion von unseren BKWs in Griffen, haben wir auch eben den Bereich gesehen, ist natürlich die Glock Ökotech. Produktion und Vertrieb weltweit und der ganze Service natürlich noch wird bei uns in-house organisiert, geplant und mit Servicepartner auch vor Ort in Außenbereichen, sage ich mal, im Bereich zum Beispiel Spanien oder Österreich, weit machen wir es selber, aber Schweiz, Japan und Kanada machen wir natürlich mit externen Firmen, die dort natürlich sässig sind. Glock Ecoenergie ist eigentlich die neuere gegründete, sage ich mal, Firma in der Hinsicht, weil die gibt es eigentlich auch gleich vom Anfang an, aber erst jetzt ist es eigentlich ein extra Bereich geworden. Das ist die Firma, die intern für uns auch die Contracting-Sachen macht, aber im Bereich auch von der Wärme. Zum Beispiel im Griffen. Griffen hat selber eine Fernwärme und diese Fernwärme betreiben wir mit unseren BKWs. In St. Margarethen und auch in Ferlach ist es eine ähnliche Situation. Wir haben praktisch in Österreich zurzeit diese Standorte, wo wir auch natürlich nicht nur die Anlagen verkauft haben, sondern auch die Anlagen komplett von teilweise auch sogar den Fortlandschaft, also bis hin zur Verrohrung und die ganze Vernetzung in der Ortschaften mitbewirken und natürlich betreiben. Ja, hier wollte ich eigentlich nochmal, der nächste Punkt ist ein Video, der wird gleich kommen.
Das ist dafür gedacht, damit wir jetzt innerhalb von einer Minute, sagen wir, dass die Anlage als solches auch sehr einfach erklären können. Und dann gehen wir spezifisch auf die verschiedenen technischen Teile der Anlage, wie so eine Anlage aufgestellt ist. Ich dürfte auch der Video gleich starten. Wie funktioniert das? Die Vergasung ist ein thermochemischer Umwandlungsprozess von Holz. Zu Beginn wird das Hackgut im BHKW auf unter 10% Feuchteanteil getrocknet und anschließend im Vergaser unter Sauerstoffarmut bei bis zu 750 Grad Celsius zu Holzgas und hochwertiger Pflanzenkohle umgewandelt. Das Holzgas wird im Heißgasfilter gereinigt, während die wertvolle Kohle ausgeschleust und in große Säcke abgefüllt wird. Weiter wird das Holzgas im Produkt Gaswärmetauscher abgekühlt. Die daraus gewonnene Wärme wird in den Heizungsprozess abgegeben. Das abgekühlte Holzgas fließt via Sicherheitsfilter in den Verbrennungsmotor, welcher einen Stromgenerator antreibt. Der daraus gewonnene Strom wird anschließend ins Stromnetz eingespeist und die aus dem Motorenkühlkreislauf und dem Abgaswärmetauscher entnommene Wärme wiederum dem Heizungsprozess zugeführt. Okay. Jetzt wieder. Passt. Nächster Punkt. Okay. Mit diesem Video, natürlich auf diesem Video, ich hoffe, dass natürlich alle zugehört haben, weil das ist, sage ich mal, wirklich innerhalb von einer Minute hat man eigentlich die ganze Technologie erklärt. Spezifisch, ich werde nochmal das Ganze hier ein bisschen in der Grafik, nochmal in der Folie jetzt hier, was wir vorhaben, nochmal kurz erklären. Biomasse ist natürlich, was wir als Biomasse sehen, ist natürlich Holz. Also natürlich reines Holz, Holz von auch von verarbeitenden Firmen, die auch mit Holzverarbeitung machen, aber ohne Farbe, ohne Kleber oder Klebstoffen. Und nicht verunreinigtes Holz, sagen wir mal so. Es muss schon Holz sein, der neutral und sauber ist. Es kommt praktisch vor, bevor man mit dem Holz also in den BHKW reinkommt, muss man auch noch ganz klar und deutlich sagen, das Holz darf in unseren Anlagen zum Beispiel eine 30% Feuchtigkeit hinein, also 30% entsprechend 23% Wassergehalt im Holz, darf im Holz noch drin sein. Vor den Einführungen im Bagaser entsteht sowieso bei uns noch eine Verteilung vom Holz durch die Trocknung und durch einen Magnetabschalter. Es gibt noch ein paar Werte, wir werden das nochmal bei den Bildern noch sehen. Die Vergasung selber ist dann, wie man es eben auch im Video gesehen hat, ein Wert, die Vergasung entsteht durch nur wenig Luftzufuhr und Wärmeerzeugung und startet natürlich mit Stromwärme. Und kurze Zeit später fängt praktisch das Holz zu verkohlen. Und bei der Verkohlung haben wir ungefähr 580, 600 Grad bis maximal 750 Grad in den Bereich, wo wir eigentlich arbeiten wollen. Daher, dass wir nicht genügend Luft hineinlassen, dass es noch richtig verbrennt, haben wir anstatt Asche, wie beim normalen Schornstein, also beim normalen Kamin oder beim normalen, sage ich mal, Hackschnitzelkessel, haben wir dann anstatt dieses Asche natürlich haben wir Kohle. Und zu einer Seite die Kohle, zur anderen Seite natürlich haben wir das transformierte, die Luft, die natürlich durch diese chemische Reaktion in Gas weitergeführt wird und dann im Blockkraftwerk. Dadurch natürlich vor diesem Blockkraftwerk geht es natürlich in den verschiedenen Filtersysteme und Wärmesysteme, die natürlich die Wärme noch erstmal abnehmen vom Gas selber. Dann natürlich in Strom und in Wärme weiter. Heutzutage kann man eigentlich nur sagen, wir haben jetzt bis vor kurzem haben wir eigentlich nur immer über diese beiden Themen geredet, also Strom und Wärme. Heute ist ganz wichtig oder immer wichtiger auch das Thema Kohle, weil es auch dort nicht mehr einen Kosten entstehen, wenn man es abgehen muss, sondern sogar teilweise sich heute, also entweder kostenneutral oder sogar auszahlen kann.
dadurch werden wir nachher, im Nachhinein würden wir noch wahrscheinlich bei den Fragen, werden wir noch mal ein bisschen drüber genauer die Position auch von den CO-Zertifikaten und so weiter, was da jetzt auch noch kommen wird, besprechen. Die Entwicklung hatten wir ja schon vorhin, haben wir ja gesagt, also eigentlich Entwicklung, bevor wir die Anlagen wirklich angefangen haben zu vertreiben in 2018, 17, 18, haben wir eigentlich 8 Jahre vorhin schon die ganze Entwicklung gemacht. Die ersten Anlagen sind weit über 40.000 Stunden gelaufen. Wir haben 60 Anlagen am Feld. Ich würde hier ganz einfach weitergehen, okay, wir können diesen Bild nochmal kurz nutzen. In den Bereich, was ihr hier oben seht, da ist noch ein Ventil, der schließt. Hier kommt normalerweise das Hackschnitzel rein. Es kommt dann darauf an, wie man es fördern will. Durch Schnecke oder durch andere Systeme kann man praktisch das Hackschnitzel hier reinbringen. Es fehlt in diesen Behälter. Das ist unsere interne, also mit in der Anlage konzipierter Kleintrockner. Ihr könnt das noch sehen. Da ist so ein Rohr. Dieses Rohr entnimmt die Wärme vom Motorraum und trocknet dadurch das Hackschnitzel und lässt nochmal ein Vorteil noch dazu, die kleinen Teile, also feinen Teile, die noch vielleicht in den Hackschnitzel hinein sind, also wegfliegen. Das heißt, wir haben dann auch einen Hackschnitzel, der so bei der Trocknung auch mit ein bisschen von den Feinteilen, sage ich mal, gereinigt wird. Feinanteile ein solches können natürlich bei unseren Hackschnitzel auch normal drin sein. 10% ist eigentlich bis zu 10% kein großes Thema. Sogar etwas größere Teile. Wir haben in unserem System meistens, wo wir jetzt bei den 1,7er oder 2,7er Anlagen, das ist die 50 Kilowatt Anlage, was wir hier vor uns haben, im Bild, Hackschnitzel im Bereich P16S oder P31S. Das entspricht für die Leute, die vielleicht ein bisschen weniger mit Hackschnitzel zu tun hatten, die alten Regeln, die man sehr oft auch benutzt hat, G30, G50. Wir reden da praktisch von ungefähr 5 cm Länge maximal Hackschnitzel. Und das ist, sag ich mal, was der Wert ist. Hackschnitzel habe ich aber auch vorhin noch gesehen, während der Auftrag. Es gab ja noch ein paar Fragen im Bereich, wie sieht es aus mit der Zertifizierung? Hackschnitzel ist zertifizierbar. Natürlich ist es immer so, mehrere Hersteller, also mehrere Forstfirmen, die dort sich in den Bereich, sag ich mal, als Newcomer langsam auf den Bereich auch bewegen, haben natürlich am Anfang immer Schwierigkeiten, weil man natürlich das Hackschnitzel von irgendwelchen Maschinen hat. Aber durch die saubere, sag ich mal, Haltung auch von den Lagerungen und natürlich auch die Siebung von Hackschnitzel, Trocknung von Hackschnitzel, kann man natürlich besseres Hackschnitzel verwerten. Und natürlich die Hackschnitzel als solches haben natürlich einen aufgestellte Liste, wie so ein Hackschnitzel auch auszusehen hat. Ich gehe mal nochmal weiter zur Anlage selber. Eine Sache noch kurz dazu. Im gleichen Bereich haben wir eigentlich noch die Möglichkeit, einen Magnetausschalter einzubauen. Ist nicht immer erforderlich, aber meistens, gerade in Gebieten, wo nicht eine garantierte Hackschnitzelqualität vertrieben wird. Da ist es eigentlich sehr, sehr vernünftig, so einen Magnetabschalter mitzuhaben, weil natürlich immer wieder kleine, feine Teile von Stahl oder zum Beispiel auch von den Hacker selber oder von den Maschinen selber, die dort mit natürlich das Hackschnitzel eventuell bewegen, natürlich mitkommen könnten. Und das ist natürlich nicht sehr vorteilhaft, gerade für die BRKWs im Bereich vom unteren Grill, dann würde natürlich der Stahl dann natürlich mit den Bewegungen auch der Maschine eventuell Probleme auftreten, die dann natürlich meistens eher kleinere Form sind, aber wenn es natürlich ein kleiner Nägel ist, ist es nicht so tragisch. Wenn es mehr wird, ist es natürlich ein Problem. Naja, wie gesagt, wir haben jetzt diesen Bereich schon mal vor.
hier ist noch eine Guillotine und darunter haben wir sowas wie einen kleinen Lagerbereich in den Vorratsbehälter. Mit diesem Vorratsbehälter wird garantiert, dass diese Schnecke, das ist ein Rohr, wo intern noch eine Schnecke ist, immer schön voll ist. Und im oberen Bereich des BRKWs, also das ist unser Vergaser, was ihr hier sieht. Hier sieht man noch einen kleinen Ventil. Dort kommt natürlich das Gas hinein, die Luft hinein. In der Vergasung hat man natürlich hier einen Bereich, der auch in Unterdruck arbeitet. Der ganze Unterdruck ist natürlich vorteilhaft, weil er natürlich das ganze Gas und die Kohle automatisch auch in unseren Heißgasfilter reinbringt. Die Kohle bleibt natürlich im unteren Bereich. Etwas von der Kohle fliegt natürlich mit. Hier drinnen haben wir noch natürlich so Stahlkerzen. Diese Stahlkerzen, muss man sich so vorstellen, ist eigentlich ein Rohr, der natürlich als ganz fein auch also mit kleinen Löchern im Bereich unter den 10 Milligramm und dadurch hat man natürlich einen Filtersystem, der die ganzen Feinstaube der Kohle, die eventuell mitfliegen würden, dort natürlich schon fast komplett blockiert. Wieso haben wir eigentlich Unterdruck? Das habe ich nicht angesprochen. Der Unterdruck entsteht, weil wir natürlich immer, wir sind dort einzigartig, immer nur mit dem Motor den ganzen Unterdruck der ganzen Maschine garantieren. Hat natürlich einen kleinen Nachteil. Die Anlage startet ein paar Minuten später im Vergleich zu Anlagen, die den Druck aufbauen. Wir machen natürlich den Unterdruck durch den Motor. Der Motor ist die letzte Sache bei der ganzen PKWs. Beim ganzen PKW, da muss er natürlich den Unterdruck in den ganzen System reinbringen, aber hat natürlich den riesigen Vorteil, wesentlich weniger Probleme bei der Sicherheit. Also die Anlage ist komplett sicher und in dem Moment auch, wo jetzt irgendwo einen kleinen Lufteinlass wäre von irgendeiner anderen Position, wie das Vergaser, wäre es grundsätzlich überhaupt kein Problem, weil natürlich überhaupt der Gas auch nicht entweichen kann, weil er natürlich im System schon in Unterdruck arbeitet. Die Kohle kommt natürlich im Außenbereich in diesen, das ist ja praktisch die Schnecke, die die Kohle rausbringt von unteren Filtersystem, vom Heißgasfilter und kann von hier aus weiter transportiert werden, entweder in größere Container oder in Big Bags, wie man es eben, diese größere Säcke, was man so gesagt hat, oder normalerweise sind es Big Bags und von dort aus, wie gesagt, kann man es dann ganz einfach auch wieder wegtransportieren. Das heißt, meistens hat man da auch die Möglichkeit, die Hackschnitzel werden von einer Firma zur Anlage transportiert und die gleiche Firma bringt auch die Kohle wieder weg. Nur zum Thema, ganz, ganz wichtig, ungefähr 10 Kubikmeter Hackschnitzel, 10 Tonnen Hackschnitzel entsprechen ungefähr eine Tonne Kohle. Eine Tonne Kohle sind plus minus 8 Big Bags, kleine Big Bags oder 4 größere Big Bags im Bereich 2 Kubikmeter. Also das ist eigentlich, hört sich sehr, sehr viel aus. In Wahrheit ist es eigentlich nicht so dramatisch, ist eigentlich sehr einfach zu handhaben. Und die Kohle als solches wiegt auch nicht sehr wenig, also nicht sehr viel, ist im Bereich von 1 Kubikmeter ist ungefähr bei 100, 110 Kilo. Also vorhin haben wir praktisch die Anlage von der Seite uns angeschaut. Jetzt haben wir natürlich die andere Seite. Das ist praktisch der Heißgasfilter. Vom Heißgasfilter geht es hier, das sieht man eigentlich von hier nicht sehr gut, ein Wärmetauscher. Wärmetauscher, der schon die ganze Wärme, praktisch einen Großteil der Wärme abnimmt vom Gas und dadurch natürlich schon im System, vom Heizungssystem oder verschiedene Trocknungssysteme sind auch noch möglich, damit zu betreiben, gibt es auch sehr oft. Oder natürlich auch
als Wärme abzugeben in anderen Technologien. Da können wir vielleicht nochmal nachher auch nochmal kurz ansprechen. Die Technologie, die es gibt, ist natürlich nicht nur Wärme auf, für Wärme für, benutzen, sondern Wärme auch um Kühlung zu produzieren, gibt es auch natürlich. Und das würde, das würde natürlich von hier ausgehen, dass die Wärme ein bisschen höher, also höhere Temperatur hat. Von den Wärmetauscher geht man dann praktisch hier auf den zweiten Filter, was wir eingebaut haben. Wir sind dort ziemlich auch hier einzelartig, weil das, der Filter ist ein Biodieselfilter. Wieso haben wir den Biodieselfilter? Also erstens, der Biodieselfilter ist ein Garantiefilter für den Motor, weil natürlich wir benutzen diesen, diesen Biodieselfilter im Endeffekt so wie einen Wasserfilter. Wasser wäre natürlich in dem Moment, wo ich den Wasser benutze, ist nicht so, so sage ich mal, effizient im Bereich Filtertechnik wie natürlich ein Biodiesel. Und das Biodiesel selber im Vergleich immer zu Wasser, wenn auch dort ein Tröpfchen mitfliegt und zum Motor geht, passiert erstmal gar nichts. Es werden ungefähr im Laufe des Jahres 800 Liter Biodiesel benutzt, was eigentlich ein paar Liter im Tag praktisch berechnet. Das Biodiesel wird natürlich nicht verbrannt. Es ist nur als Filter dort. Und das brauchen wir, wie gesagt, als Garantiefilter. Wenn einmal einer von den Kerzen von unserem Heizgasfilter reißen würde, kann passieren in den Jahren, dann würden ja die ganzen Partikel mitfliegen und zum Motor. Und das wäre natürlich, natürlich für den Motor nicht besonders gesund. Dadurch haben wir diesen Biodiesel. Das hilft natürlich noch, dass man den Filter, dass dieser Dieselfilter wird natürlich dadurch auch nochmal verbessert. Auch das ganze Gas wird noch so weit viel besser, sage ich mal, am Motor und viel gereinigter am Motor weitergegeben. Dann haben wir natürlich unser ganz normaler Motor. Hier in diesem Fall bei der 2.7er ist es ein Sechszylinder, ehemaliger Dieselmotor, der umgebaut wird auf Gas. Das wird von uns gemacht. Und natürlich am Ende die Abgase durch einen Katalysator Euronorm 6, obwohl die eigentlich in gewissen Art und Weise schon wesentlich drunter sind. Und ein normaler Zusatzwärmetauscher im oberen Bereich für die Abgase vom Motor. Diese werden nochmal in einen zentralen Wärmetauscher, was eigentlich hier, das ist der Wärmetauscher, also die ganze Verrohrung natürlich, und die Pumpen so weit geplant, dass es praktisch von hier aus einen Vor- und Rücklauf zu einem System geht, was da natürlich, wie gesagt, ein Pufferspeicher sein könnte, mit, wo wir dann eventuell einen größeren Heizwerk betreiben könnten oder auch in Bereich, wie gesagt, Transformierung für eine Firma zum Beispiel, in einen Prozess hinein oder natürlich auch immer noch im Sommer als Bereich oder teilweise sogar in anderen Systeme reinfließen könnte und dort auch als Kühlungssystem benutzt werden könnte. Zum Beispiel mit einem Absorbator. Unsere zwei Anlagen, was wir zurzeit im Vertrieb auch nach Deutschland verkaufen, sind natürlich die 1.7er und die 2.7er. Das ist die kleinere Anlage mit 18 Kilowatt elektrisch, die größere mit 50 Kilowatt elektrisch. Die thermische Leistung ist bei 44 Kilowatt thermisch und 110 Kilowatt bei der größeren Anlage. Das sind die Mengen, was wir ungefähr am Hackschnitzel oder Pellet, in diesem Fall haben wir Pellet, aber Hackschnitzel, ich meine jetzt im Jahresverlauf verbraucht wird, Durchschnitt. Und wie gesagt, beim Hackschnitzel haben wir 23% Wassergehalt, was 30% Feuchtigkeit entspricht. Die Größe der Anlagen, wenn man sieht, also die Länge als solches der Anlagen ist immer gleich, die Höhe ist auch grundsätzlich immer gleich, ist nur die Breite. Bei der 1.7er, bei der kleineren, ist natürlich die Breite von einem Standardcontainer. Bei der größeren Anlage hatten wir noch einen kleinen Teil dazu. Das ist nochmal so einen halben Container noch dazu gesetzt, damit auch die Anlage sauber aufgestellt wird. Die Anlagen kommen natürlich immer zum Kunde und als Plug-and-Play-Anlagen. Unsere Anlagen sind komplett fertig vorgebaut.
weitere Alleinstellungsmerkmale, was wir so haben, sind natürlich die feinen Teile, was wir gebraucht haben, oder Überlänge sind da überhaupt kein Thema bei uns. Und die Hakenschnitzel-Logistik, wie gesagt, da hatten wir so gleich am Anfang auch ganz, ganz wichtig. Das sind Sachen, die natürlich im System selber auch gerade am Anfang sehr gut geplant werden müssen. Da können wir sehr gerne jede Möglichkeit ausnutzen, weil wir natürlich auch mit mehreren Firmen in diesem Bereich arbeiten und die ganze Erfahrung auch der Jahre, wie man dort das besser, sage ich mal, das Hackschnitzel oder das Pellet transportiert in verschiedene auch Höhen oder Weiten, können wir natürlich mit externen Firmen natürlich euch komplett unterstützen. Hier zum Beispiel eine Anlage, das wir jetzt im Japan geplant haben, mit 16 Anlagen. Baugleich haben wir so eine Anlage auch in Österreich, in Ferlach, auch in Kärnten in diesem Fall. Wir arbeiten zurzeit als Thema nochmal zu den Anlagen in zwei Richtungen. Wir werden in 2022 auch eine kleinere Anlage am Markt bringen. Die Anlage wird, da werden wir nochmal ein bisschen drüber reden, und es wird auch in der Zukunft auch eine weitere größere Anlage kommen. Dazu werden noch die verschiedenen Kunden und auch alle Leute, die jetzt in den nächsten Monaten mit uns zu tun haben, werden da weitere Informationen auch bekommen. Hier von der Weite, also wie so von der Größe, so von so einem System. Hier haben wir natürlich mit 850 Kilowatt Elektrizität und ja, knapp eigentlich 1700 Kilowatt Wärme zu tun. Also 1,7 Megawatt Wärme. Zurzeit sind unsere 60 Anlagen so vertrieben, also so verkauft worden. 45 Anlagen sind natürlich in Österreich. Weitere Anlagen sind Deutschland, Liechtenstein, Schweiz, Slowenien, Slowakei, Japan und Kanada, obwohl in Japan eigentlich die nächste schon im Flug ist, und in der Schweiz auch schon mehrere Anlagen gekommen sind. Italien wird auch demnächst hineinkommen mit zwei Anlagen. Wir müssen dazu sagen, wir haben ja unsere Internationalität erst vor 2 Jahren wirklich begonnen, und da haben wir vielleicht nicht wirklich Glück gehabt am Anfang, aber wir haben Gott sei Dank ein sehr gutes Produkt, und der spricht sich eigentlich für sich selber auch bei den Kunden so, dass es auch für die Zukunft einmal sehr, sehr viele Projekte kommen werden. Und wir haben schon mehrere Projekte, die auch in Deutschland und europaweit eigentlich demnächst aufgestellt werden. Ganz kurz gehe ich die nächsten Folien nochmal durch. Die Technology hat natürlich auch Projekte mit komplette Containersysteme, mit Batteriespeichersysteme. Das ist auch Teil der Entwicklung bei der Glock Technology. Wir bearbeiten auch Projekte, zum Beispiel mit der TU Wien. Das ist die Technische Universität von Wien. Und nochmal kurz die Logos, die neuen Logos. Wir haben natürlich die zwei Farbenlein. Wir hatten es vorhin, waren wir bis vor kurzem mit der dunkelblau. Jetzt haben wir praktisch das Helles und das Grüne. Das ist, wie gesagt, hier eigentlich eher weniger interessant für euch, aber trotzdem wollte ich das mal kurz ansprechen. Die Marketingabteilung verlangt das. Und mit den Containersystemen natürlich ganz wichtig. Also hier unsere Kunden teilweise auch außerhalb Europas. Haben wir natürlich die Systeme, wie wir auch international und auch für die Kunden in allen Bereichen eigentlich unterstützen können. Wir wollen natürlich eine Sicherheit in die Zukunft für die Gebiete, nicht nur in den Bergen bei uns, sondern auch auf größere Projekte oder in Städten in ganz Europa und außerhalb natürlich in Kanada und Japan. Das ist der Container, die Energy Cube, die demnächst auch
in Österreich demnächst auch aufgestellt wird. Da werden mehrere Anlagen aufgestellt in Kärnten und in den Städten, in den größeren Städten in Österreich. Natürlich hier, natürlich, das ist ein Bild von der Marketingabteilung. Okay, mein Vortrag ist eigentlich zu Ende und würde jetzt wieder kurz weitergeben an die Fragen, aber erstmal um Dirk eigentlich. Ja, genau. Herzlichen Dank erstmal für den Vortrag, Herr Kaprau. Ich sehe, wir haben jede Menge Fragen und wir sind auch ein bisschen über der Zeit, deswegen lassen wir mal. Ja, passiert immer wieder. Ja. Also, schön, dich hier oben zu sehen. Wir hätten eigentlich noch eine Umfrage gemacht, aber ich lasse die jetzt mal ausfallen. Zu deinen Gunsten, Dirk, damit du ein bisschen mehr Zeit hast. Genau, jetzt haben wir noch den Betreiber eines BHKWs dabei und das ist Dirk Klein, den Sie jetzt hier oben neben mir sehen im Bild, vom Hafus Uckermünde. Und das Hafus ist eine Hotelanlage mit 76 Zimmern, Restaurant- und Spa-Bereich und hat gerade bei unserem Energieeffizienzwettbewerb den ersten Platz belegt. Denn die Anlage erzeugt seinen gesamten Strom- und Wärmebedarf mit erneuerbaren Energien. Und damit unsere Teilnehmer jetzt mal einen kleinen Einblick kriegen, starten wir mal einen ganz kurzen Film, der dauert auch nur eine Minute. Ich bin Dirk Klein, Manager für Nachhaltigkeit, hier im Hafus. Digitalisierung, eine Hotelanlage mit 76 Zimmern, einem wunderschönen Spa-Bereich. Bei dem Thema Energie haben wir uns hauptsächlich mit einer autarken Energieversorgung beschäftigt, und um diese sicherzustellen, haben wir natürlich eine Photovoltaikanlage, einen Batteriespeicher, Blockheizkraftwerke mit Biomasse, in diesem Fall mit Holzhackschnitzel, eine vollständige Sektorkopplung mit Wärmepumpen, mit Elektromobilität, mit Kältespeichern und natürlich auch Wärmespeichern. Und das natürlich automatisiert. Mittlerweile ist der Weg der Energiewende, den wir eingeschlagen haben, nicht nur ein Spaß und eine Freude für uns im Team, sondern auch für unsere Gäste. Und außerdem können wir heute sagen, wir sind nicht nur klimaneutral, sondern wir sind auch kostenneutral. Wir wissen alle, wo die Reise hingeht. Es gibt nur noch eine Richtung und mein Tipp an alle, fangt einfach an. Ja, super. Ja, Dirk, dann würde ich, kurz zu dir nochmal. Du bist ja schon seit 14 Jahren im Hafus tätig und hast ja, mein Gott. Oder noch länger sogar. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und da hast du ja maßgeblich dazu beigetragen, dass die Energieversorgung in der Anlage heute autark und mit erneuerbaren Energien erfolgt. Und heute sprechen wir zum Thema Biomasse und BHKW. Würde ich dich einfach mal bitten, dass du was zu eurem Holzgasgenerator erzählst. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Wie sieht es mit dem Betrieb aus? Und was kannst du vielleicht auch anderen Unternehmern mit auf den Weg geben? Was sollen sie bei der Anschaffung beachten? Ja, also ich weiß nicht, habe ich die Möglichkeit, hier noch eine Präsentation freizugeben? Ja, oder? kannst du machen. Gut, ne, wenn ich nämlich auf Freigeben klicke, dann kommt hier Invalid Access Error. Also von der Seite her weiß ich nicht, woran das liegt. Das ist Screen, toll. Ich denke mal, dass der Button Screensharing der richtige sein sollte. Ja, das ist der richtige. Gut, ich weiß nicht, Janina, hast du einen Tipp? Gut, ist ja egal, wenn es jetzt... Keine Ahnung, wir haben es ja schon mal gemacht, warum es jetzt heute nicht funktioniert. Wir sind ja ein bisschen im Zeitverzug von der Seite her. Glaube ich, ist das auch nicht ganz so wild, wenn ich das jetzt einfach so mache. Ich hatte dich ja vorgewarnt, dass Davide da etwas länger braucht. Ja. Also von der Seite her war mir das schon durchaus bewusst. Ja. Ich muss mich heute noch mal ein bisschen entschuldigen, aber eigentlich nicht entschuldigen. Ich habe seit der Preisübergabe von eurem MV-Effizient-Titel, habe ich gesagt, rasiere ich mich nicht mehr, bis jetzt klar ist, dass wir wirklich die Klimaziele erreichen können. Ja, da muss die Regierung noch ein bisschen nachlegen. Also sie nähern sich langsam, aber die brauchen noch ein bisschen. Und ich hoffe nicht, dass ich hier als alter Zopf irgendwann dann rauftreten muss, sondern dass wir jetzt wirklich damit mit Nachdruck daran arbeiten.
Ja, also vielleicht ganz kurz mal zu dem Betrieb der BLKWs. Wir haben ja gesehen, was der Davide Capraro gerade gezeigt hat. Wir haben die, ja, die Einziehmeranlage, die bei uns, die normalerweise bei Glock Ökoenergie mit 18 kW elektrischer Leistung aufgeführt ist. Wir haben diese im Betrieb gerade aktuell mit 20 kW elektrischer Leistung. Also wer Lust hat, ansonsten, Kerstin, kannst du das auch gerne mal auf den Monitor screenen. Da gibt es so eine nette Seite, die heißt energie.hafus.de und da einfach mal das Dashboard aufmachen. Da sieht man dann, wie gerade unser aktueller Energiestatus ist, wie die BRKs laufen, wie viel Energie die produzieren und uns. Das kann jeder eigentlich in Realtime, in Lifetime mal so ein bisschen nachverfolgen, was eigentlich der Grund ist, warum die BRKWs bei uns etwas leistungsfähiger sind, ist einfach die Qualität der Holzhackschnitzel. Ja, also wir haben schon bevor wir damit Strom produziert haben, hatten wir auch vorher Holzhackschnitzelheizungen. Da haben wir mal einen auf billig gemacht. Ja, also gucken, wo bekommen wir das preiswerteste Hackgut her. Und da hat sich dann rausgestellt, dass es irgendwie ja am Ende dann doch nicht preiswert war, sondern meist doppelt so teuer, weil eben natürlich ein schlechtes Hackgut auch ja ein bisschen Probleme bei der Wartung und einen erhöhten Aufwand und natürlich auch nicht so viel Energiegehalt hat und damit auch nicht so leistungsfähig ist. Ja, also von der Seite her kann ich einfach nur jedem raten, wenn er sich halt ja für so eine Anlage entscheidet, ja, die paar Euro mehr, sage ich mal jetzt pro Kubikmeter, die muss man sich wirklich ausrechnen. Da muss man wirklich schauen, wie viel Wert kommt denn wirklich am Ende bei raus. Und ja, aktuell laufen bei uns zwei BRKWs. Also wir haben elektrische Leistung, ich sage mal jetzt von 40 kW. Und es kommt, Davide hat das auch angesprochen, jetzt im nächsten Quartal noch eine kleinere Anlage mit dazu. Aktuell haben wir bei uns ja noch die Synertec-Baxe. Genau, wunderbar, da haben wir es. Da kannst du mal auf diesen, unter dem Häuschen, auf diesen Dashboard-Monitor ganz links darauf klicken. Genau, dann gibt es so eine nette allgemeine Übersicht. Und da sieht man, aktuell laufen beide BRKWs. Davide, das ist doch mal was, ne? Ja, wir hatten noch ein paar Umbauarbeiten, da wusste er noch nicht, ob alles geklappt hat, also es scheint zu funktionieren. Links sehen wir dann unseren Batteriespeicher und ja, wer jetzt auf die BRKWs mal raufklickt, vielleicht kannst du das mal machen, Kerstin, dann kann man da auch einfach mal sehen, was sie so für Laufzeiten haben. Oben links kann man mal auf Erzeugung anzeigen gehen und dann sieht man, wenn die jetzt wieder durchlaufen, wie gesagt, wir hatten ein paar Umbauarbeiten, dann sieht man auch in etwa pro Tag, wie viel Strom die produzieren und kann das mal so ein bisschen auf unserer Seite einfach nachverfolgen. Und natürlich für Davide auch eine schöne Sache. Die Dinger laufen wirklich und wir sind da also wirklich zufrieden mit. Klar hat man, muss man sich mit dieser ganzen Sache anfreuen. Aber jemand, der vorher nur am Computer gesessen hat, der sollte sich nicht für sein Business vielleicht jetzt ein Holzkraft-BRKW ausdenken oder er macht ein Contracting dazu. Ja, man sollte da schon mit ein bisschen Liebe zur Natur auch rangehen und auch, man muss jetzt nicht unbedingt jeden Tag einen Baum umarmen, aber ja, ein bisschen Freude sollte einfach mit dabei sein. Ne? Und wenn man so eine Maschine natürlich dann besser versteht, dann kann man auch ja natürlich dafür sorgen, dass die möglichst hohe Laufleistung haben. Ja, wir haben ja bei uns ein komplettes Energiemonitoring, das heißt, wir lesen auch die Daten von den BRKWs aus über einen Modbus und haben dort praktisch sämtliche Werte von Temperaturen, Vorlauf, Rücklauf, alles, was man so benötigt. Und so kann man da schon ganz gut sehen und dann notfalls auch Notifications senden lassen an unsere Mitarbeiter, an die Haustechniker, wenn es dem BRKW mal vielleicht nicht so gut geht oder es ja mal halt eine Wartung bevorsteht und. Das kann man ganz gut an diesen Zahlen erkennen, in welchen Temperaturbereichen die sich da jeweils bewegen. Und so kann man Stillstandzeiten durch
einfach auch minimieren und schon agieren, bevor halt das BRKW sagt, ja, jetzt müsstest du mal an der einen oder anderen Stelle gucken, dass du mich mal ein bisschen säuberst oder wie auch immer. Ansonsten die ganz normalen Wartungsintervalle, Ölwechsel, Kerzenwechsel und so, was dazu gehört, die sind eigentlich problemlos leistbar und sollten eigentlich für einen, ja, geübten Haustechniker auch kein Problem darstellen. Ja, was bei uns natürlich noch die Besonderheit ist, dass wir als Hotelanlage ja wirklich vom Stromnetz abgekoppelt sind. Das heißt, wie man es in dem Video schon gesehen hat, vollkommen stromautark. Und die Verbindung, deswegen war für uns wichtig, dass wir natürlich genauso ein zuverlässiges BRKW bekommen, wie es eigentlich ein Gas-BRKW ist. Wir hatten bisher noch 4 Dachse, die so als redundantes System, die mit jeweils 5,5 kW praktisch ein so ein Glock-BRKW ersetzen können. Die werden wir dann im kommenden Jahr, wenn das kleinere BRKW von Glück kommt, dann auch nicht mehr benötigen. Und wir bauen aktuell unsere Küche um. Die wird dann auch keinen Gasanschluss mehr benötigen, sondern die wird halt auch elektrisch. Und sodass wir, ja, wir denken so ab Mitte nächsten Jahres dann nicht nur stromautark sind, sondern dass wir von dieser komischen großen Leitung, die hier durchs Land gezogen wird, dann praktisch ja auch keinen Abgang mehr brauchen. Also weder Nord Stream 1 noch Nord Stream 2 wird von uns profitieren. Das Gas kann vorbeigewunken werden und wir schauen natürlich, dass wir da dann wirklich Richtung CO2-Neutralität nochmal den letzten Schritt machen. Und was vorhin nochmal so ein bisschen beim Vortrag vom Uwe auch nochmal vielleicht interessant war, da haben wir ja gesehen, in welchen Dimensionen sich natürlich nachher der CO2-Preis bemerkbar macht. Wenn man jetzt sich überlegt, wir haben dann auch bei dem Video von Glock Ökoenergie gesehen, dass jetzt aktuell in den neueren Anlagen gleich mit angedacht wird, sozusagen die Kohle, die Biokohle dann praktisch ja als weiter zu verwenden. Und wir haben ja auch einen Partner in der Nähe von Schwerin. Das heißt, mit dem Transport der Holzhackschnitzel, die bei uns dann abgeladen werden, regionale Holzhackschnitzel logischerweise, wird auf dem Rückweg gleich die Kohle mit zurückgegeben. Und wir haben hier, glaube ich, aktuell schon Marktpreise von bis zu 400 Euro je Tonne. Wenn wir, das sind für uns aktuell 5.000 bis 6.000 Euro, die wir wahrscheinlich an CO2-Zertifikaten für die Biokohle im nächsten Jahr rückgewinnen können. Und wenn wir mal überlegen, dass wir ca. 20.000 Euro für die Holzhackschnitzel ausgeben, dann sind wir da schon bei 25% und dann massiv steigend, wie wir praktisch den Einkaufswert ja dann eigentlich regenerieren können oder natürlich dann auch wie bei so einem BRKW dann nochmal extra Energie gewinnen, weil das wirklich in Zukunft ein sehr wertvoller Stoff sein will. Und wer sich mit dem Thema noch ein bisschen weiter beschäftigt, die Preise für die Elektroautos aktuell liegen ja auch bei über 300 Euro pro Fahrzeug an CO2-Zertifikaten, die man allein nur mit der Zulassung, mit dem Nachweis einer Zulassung eines Elektroautos in Deutschland bekommt. Wir sind jetzt auch dabei, über unsere Ladestationen, die wir hier im Haus haben, natürlich auch nochmal den grünen Strom, den wir mit den BRKWs produzieren, dann auch in die Autos zu geben. Und auch darüber kann man Zertifikate generieren. Also darum war unser Slogan ja, ab 2022 wird es Hafus keinen Cent mehr für Strom ausgeben, weil wir die Biomasse, die wir aktuell noch einkaufen, dann wahrscheinlich vollständig mit Zertifikaten zahlen können. Wer, wie gesagt, dazu Fragen hat, gerne auf unserer Internetseite, auf der hafus.de gibt es auch nochmal zu dem Thema Energie nochmal eine Darstellung des kompletten Systems, also die komplette Sektorkopplung von Wärmepumpe über Pufferspeiser, Trinkwasserspeicher und so weiter. Wer ansonsten noch Fragen hat, jederzeit gern per E-Mail an uns oder einfach über die Website anfragen oder mal kurz anrufen und nach mir fragen. Wir freuen uns, wenn wir unser Netzwerk erweitern und wenn wir das halt
weiter transportieren können und so zusehen, dass wir doch etwas schneller zum Ziel kommen, als es aktuell noch von der Politik in der Planung ist. Ich sage danke und dann, ja. Alles klar, Dirk. Herzlichen Dank dir. Wir haben auch gleich eine Frage für dich von Herrn Meder. Der fragt, wie hoch waren die Anschaffungskosten und wie hoch war die Förderung, die du bekommen hast? Ja, wir waren noch so ein bisschen die Gelackmeierten. Ne? Also wir haben noch Elektroautos gekauft, da gab es noch keine, da gab es noch keine Prämie dafür. Und da hatten die auch so gut den doppelten Preis, aber trotzdem hat sich's am Ende des Tages gelohnt, wenn ich überlege, dass ich jetzt fast 200.000 Kilometer elektrisch gefahren bin und bei dem Modell keine Stromkosten hatte, hat sich's dann doch irgendwo gerechnet. Und das verhielt sich bei uns genauso mit den Investitionen in die ganze Technologie. Da gab es leider noch nicht diese Förderprogramme. Also wir hatten damals eine Förderung, ich glaube, von knapp 25%. Aber trotz der, ich sage mal jetzt, geringen Förderung sind wir mittlerweile mehr als wirtschaftlich. Also wenn man die Investitionskosten sieht, also mit Batteriespeicher und allem drum und dran, liegen wir da sicherlich über 1 Million Euro. Das ist nicht so ganz klar nachzuvollziehen, da wir natürlich auch unsere Gebäude komplett erneuert haben und. Wenn wir jetzt nur rein die technischen Anlagen uns anschauen, dann würde ich sagen knapp 1 Million. Und wenn wir aber überlegen, dass wir mit unserem Betrieb ca. 150.000 Euro Energiekosten pro Jahr aktuell hätten, als wir da 2017 mit angefangen haben, war ja von CO2-Prämien und Ähnliches noch nicht die Rede. Und da war natürlich auch nicht klar, dass die so massiv steigen, die Energiepreise, und wir mittlerweile nur noch 20.000 Euro ausgeben, ab nächstes Jahr praktisch nicht mehr, sind wir da mittlerweile mit einem ROI unter 10 Jahren. Und ich glaube, da kann keiner mehr davon reden, dass es nicht wirtschaftlich ist. Also darum auch vorhin nochmal die Grafik, kostet zu viel. Das muss man wirklich auf dem Zettel sich mal zu Gemüte führen. Und dann wird man am Ende des Tages sehen. Und gerade wenn wir jetzt an die kommenden Jahre denken, es ist viel wirtschaftlicher, als die meisten denken. Ja, es ist eine Investition, aber die sichert uns ja auch eine zuverlässige Stehungskosten für die kommenden Jahre. Das dürfen wir nicht vergessen. Genau, richtig. Ja, vielen Dank, Dirk. Dann machen wir mal weiter mit den anderen Fragen, die wir hier bekommen haben. Uwe, du bist ja auch da, ne? Ja, super, weil es gibt auch einige Fragen zu deinem Vortrag. Da fragte zum Beispiel Herr Franzen, überraschend, dass Holzhackschnitzel so viel mehr Platz als Pellets brauchen. Aber das ist ja eigentlich doch ein bisschen auch klar, ne? Magst du mal antworten drauf? Ja, aber ich will jetzt nicht so mit der Physik anfangen, aber das sind ja so ungeordnete Holzteile, die kann man nicht so eng stapeln wie massives Holz, und das nimmt einfach mehr Raum ein. Pellets sind schon, sind ja zum Teil, sind ja gepresste Teile, die aber auch wiederum locker liegen, aber nehmen aus diesen Gründen etwas weniger ein. Das ist so ein bisschen mit den Kristallen verwandt, also möchte ich mich jetzt nicht so aus dem Fenster lehnen. Aber Fakt ist, loses Schüttgut, das nimmt einfach, also prinzipbedingt, mehr Platz weg als massives Holz. Korrekt, dann machen wir gleich weiter mit der nächsten Frage von Herrn Meder. Sind Hackschnitzel auch zertifiziert wie Pellets? Uwe. Sie unterliegen immerhin diesen Qualitätsklassen und werden ja auch so von den Anbietern entsprechend gehandelt. Genau. Herr Capraro, möchten Sie noch mal was dazu sagen? Ja, okay. Vielleicht noch mal zu Pellet-Hackschnitzel. Es gibt noch zwei, drei Sachen. Pellet ist natürlich, muss man auch ganz klar und deutlich, in Vorteil, wenn man jetzt die einfache, sag ich mal, Organisation der Logistik sich anschaut. Wenn man es aber etwas auch in dem Bereich CO-neutraler sich anschaut, ist Hackschnitzel natürlich wesentlich einfacher im Bereich, sagen wir, vom Denken, wie man es eigentlich wirklich machen sollte. Pellet werden heutzutage immer weniger im Lande produziert.
da verschifft man Bälle, sage ich mal, durch die halbe Welt und das ist auch nicht, vielleicht nicht der Sinn der Sache, aber wie gesagt, das ist auch, das ist im Endeffekt, das ist auch Holz. Es war mal Holz von Nebenprodukten, heute ist es mittlerweile Holz von Wäldern. Und noch zum Thema Hackschnitzel, da gab es noch die Frage wegen der kann man Hackschnitzel auch mit Sonne trocknen? Natürlich kann man das, aber das entspricht auch von den Platzbedarfen, noch mehr Platz, wie normalerweise in normale Trocknungsanlagen zu machen wäre. Okay, gut. So, dann hatten wir hier eine Frage von Herrn Balderer, aber die kann ich, glaube ich, mal auf die Schnelle beantworten. Warum gibt es keine Preisaufschläge beim Holz? Das betraf deine Grafik vorhin in der Präsentation, Uwe. Da hattest du aber ja auch dazu gesagt, dass auch der Gaspreis da noch nicht, der Anstieg noch nicht dabei war und so weiter. Also das war noch nicht so ganz aktuell, deswegen gab es da keinen Ausschlag. Herr Franzen fragt, Herr Capraro, das geht an Sie, über wie viele Meter lassen sich Pellets eigentlich per Luftdruck pumpen? Okay, da gibt es jetzt eigentlich zwei Antworten. Es gibt grundsätzlich kleinere Systeme, ähnlich wie, ich sag mal, wie ein kleines Staubsauger, da reden wir von 6, 7, 8 Meter maximal. Und dann gibt es natürlich die Industriesysteme, das hat immer mit der Größe zu tun und mit der Lagertechnik was zu tun oder auch mit dem LKW, der dort zukommt, dann reden wir mindestens von 40 Meter, könnten auch bis maximal, also im Bereich von einer Technik, die jetzt für einen BKW oder für einen Kessel gedacht ist, maximal irgendwo bei 100 endet es eigentlich, weil danach werden die Anlagen so kompliziert und so groß, die ist eigentlich bei Industrie und bei Firmen, die natürlich Pellet produzieren, gibt es ja mehrere 100 Meter, aber im Bereich, sage ich mal, also Hausbedarf oder direkt, sage ich mal, für eine kleinere Anlage oder für ein BKW, reden wir von 40 Meter ungefähr, ist eigentlich normal, oder 100 bei wirklich größeren Anlagen. Okay. Sehr gut. Dann fragt Herr Lemke anders zum Thema Filter für das Holzgas. Wie ist da die Lebensdauer und welche Stoffe werden herausgefiltert? Im Endeffekt das restliche NOx, was noch drin ist. Das ist das Einzige, was da noch rausgefiltert wird. Lebensdauer als solches muss man sagen, wir haben zurzeit die letzte Serie der Katalysatoren kann man nicht mit einem Auto vergleichen. Also die Katalysatoren vom Auto sind wesentlich kleiner, kompakter. Die werden hier in der Länge gezogen. Das heißt, ein Filtern solches ist, hat eine Lebensdauer von mehreren Jahren. Wir reden immer von, nicht vergessen, von einer Anlage, die bis zu 8000 Stunden jährlich arbeiten kann. Mhm. Wenn man es vergleichen würde mit einem Auto, also das Beispiel, ein Auto mit 8000 Stunden, ungefähr sagen wir 50 bis 60 Kilometer in der Stunde. Allein jedes Jahr würde es ungefähr 500.000 Kilometer fahren, plus minus, mit mehr wie 8000 Stunden. Da muss man natürlich schauen, so ein Auto heutzutage würde nie es überleben. Ein Katalysator, was da drin ist, bei uns mit den Katalysatoren, was wir einbauen, reden wir von mehreren Jahren. Und danach werden sie auch nicht komplett, also das wird nicht es ist kein Sondermüll oder sowas, das kann man noch rekuperieren teilweise. Es gibt Firmen, die sich da das Ganze auch gerne zu sich nehmen, weil natürlich das Holzgas eine ganz andere Filtration braucht, auch von den Katalysatoren und von den ganzen Materialien, was da drin sind, wie also Öl oder Gas wäre. Okay, vielen Dank. Herr Hertrich fragt, wieso wird die Anlage nicht so gefahren, dass die Kohle ebenfalls vergast wird, Herr Capraro? Wenn die Kohle vergast, also wir haben schon, das Thema ist, es ist Kohle, weil man es vergast. Wenn man es noch etwas heißer machen würde oder noch ein bisschen mehr Luft reindrücken würde, hätten wir Feuer. Und dann gibt es nichts mehr. Okay. Dann ist es vorbei. Ja, gut. Dann haben wir von Herrn von der Ehe eine Frage. Wie gut lassen sich selbstproduzierte Hackschnitzel damit verbrauchen? Okay, da muss ich dazu sagen, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich sehr vieles geändert. Wenn wir diesen ganzen Gespräch vor 15 Jahren gemacht hätten, da hätte ich gesagt, oh mein Gott, bitte nicht, weil
Es gab zu wenige kleine Anlagen, die ein vernünftiges Hackschnitzel produzierten. Viel zu wenig Leute, die sich wirklich auskannten. Aber heute kann man sagen, es ist europaweit so, wenn einer eine saubere, sag ich mal, Aufstellung von wie es zu machen ist, macht, kann er das auch selber machen. Also wir haben ja kein besonderes Hackschnitzel, dass es jetzt irgendwie von irgendwo kommt, sondern es ist, er muss aber sauber gehackt werden und es muss sauber, sage ich mal, gelagert werden oder getrocknet werden. Wichtig vielleicht noch zu diesem Punkt, ein Hacker kaufen als Beispiel ist nicht wirklich eine Investition, wenn man es jetzt im größeren Gebiet sieht, also eine größere Firma schaut, reden wir von 25, 30, 40.000 Euro. Natürlich geht es weit, schnell nach oben, wenn man ganz große Anlagen sieht. Aber das Problem ist, dass so eine Hacker, auch die kleineren 25 Kubikmeter bis teilweise 100 Kubikmeter Stunde hacken können. So ein Ding benutzen sie zweimal im Jahr und dann liegt er das ganze Jahr da in der Gegend herum. Deswegen, entweder machen wir es wirklich als Forster, also Forstarbeit, mit in Betrieb rein, oder man lässt es, sag ich mal, jemand anders machen für sich. Okay. Super. Und eine letzte Frage auch an Sie, Herr Caprao. Sie hatten ja vorhin so eine schöne Übersicht, wo die Anlagen stehen. Und da fragt Herr Mieder, wo stehen in Deutschland Anlagen und wer betreibt die? Also wir wissen ja von zumindest einer. Zwei. Also, in Ueckermünde, oder zwei, beziehungsweise zwei, genau, in Ueckermünde. Demnächst drei. Okay. Wir haben auch Anlagen nicht sehr weit weg von Rostock. Wir haben Anlagen in Bayern. Und es werden jetzt noch ein paar Anlagen demnächst auch wieder in Bayern kommen. Das war's erstmal. Okay. Nordrhein-Westfalen ist vielleicht auch dabei demnächst. Und Holland natürlich. Holland hat sehr, sehr, sehr viel Interesse. Es hat auch mit den Förderern, die vielleicht jetzt am Anfang des Jahres kommen werden, was auch eventuell interessant ist. Für den süddeutschen Raum, für die Herrschaften, die sich da interessieren, sind wir in Österreich mit 45 Anlagen natürlich bei uns zu Hause sozusagen, ja, das ist klar, wesentlich besser gelegen, aber das hat einfach nur mit der Zeit zu tun, auch dass man vertrieblich extern nach außen uns erst vor ein paar Jahren wirklich getraut haben. Ja, wie alt ist denn die älteste Anlage, die noch läuft von Ihnen? Die ersten vier Anlagen haben mittlerweile gute 5,5 Jahre. Okay. Also wir haben ja Nummer 6, ne? Ja, 6 und 7 oder 6? Ja, okay, ja. Ja, weil wir, sorry, du hast ja recht. Also die sechste Anlage, weil wir intern sagen mal zu jeder einzelnen Anlage, aber das ist ein sechster Projekt war das, ja. Okay. Super, danke. Ja, ich glaube, dann haben wir alle Fragen beantwortet. Passt, ich habe noch eine ganz kleine Anmerkung, wenn ich darf. Ja, klar. Die Frage ist mir vorhin auch aufgefallen im Chat, da ging es um die Kohleentstehung. Ne? Und ja. Die ist sicherlich berechtigt, die Frage, denn natürlich kann man erstmal ganz grundsätzlich Kohle auch vergasen, aber das dürfte mit diesem Verfahren, den ihr im Blockheizkraftwerk habt, nicht so ohne weiteres möglich sein. Das ist ein bisschen aufwendiger, da muss man mit dem Wasserhaushalt da richtig arbeiten und mit diesem Saugverfahren dürfte das sehr schwer sein. Wahrscheinlich ist es günstiger, wenn man wirklich die Kohle, die jetzt da rauskommt, Dirk, du hast ja gesagt, ihr verkauft die praktisch, ne? Und dass man die dann in einer anderen Anlage, wenn man das noch verstromen will, kann man machen. Dann wäre es nur Kohle, ne? Und damit kommen einige Pyrolyseanlagen ja klar. Ja, nee, ist richtig. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Nachfrage nach dieser Art von Kohle, die wird sich in den kommenden, ich sag nicht Jahren, in den kommenden Monaten massiv nach oben bewegen. Ja, also da werden wir uns noch überraschen. Und wir haben ja so die Möglichkeit, eigentlich dieses ganze Konstrukt sogar mit CO2 positiv abzuschließen. Und es ist komisch, aber so ist es eben. Ne? Ja, hier gab es auch im Chat vorhin Anmerkungen dazu, was man mit der Kohle noch machen kann. Also zum Beispiel, dass Gärtnereien und Landwirte auch Interesse daran haben. Haben wir bei uns schon gemacht. Leider haben wir uns dazu einen windigen Tag ausgesucht. Das ist natürlich schlecht, auf Holz, wenn die Fenster putzen muss. Die Fläche ein bisschen grüner machen, aber haben nicht dran gedacht, dass da noch einmal auflangiger Wind kam.
Und danach konnten wir gleich noch die Terrassen und Balkone putzen. Also, schön. Ja, es funktioniert aber. Ja, okay. Es gibt vielleicht noch ein paar Sachen, also so als Info. Kohle wird natürlich jetzt, wenn wir jetzt die ganze Kohle zusammenfügen würden, wenn jetzt die ganze europäische Kohleproduktion von Holz, vom Holz aus gesehen, würden wir, sagen wir, Nummer 1, 1% haben von 100%, was heißt, die Holz gebraucht werden. Und das ist jetzt Tendenz steigend, weil in den nächsten Jahren wird Folgendes passieren. Die Kohlewerke überall werden komplett gestoppt. Und dadurch wird die Kohlenachfrage, gerade von Holzkohleproduktion, praktisch, wenn wir jetzt, wie gesagt, von 100%, was eigentlich die Holzkohle jetzt heute noch als Angebot schon da wäre, Nachfrage da wäre, und wir haben ja nur eigentlich 1%, was wir abgeben könnten, werden wir irgendwo bei 10.000 landen im Vergleich zum Thema. Und Kohle kann man natürlich, unsere Kohle kann man auch zum Grillen benutzen. Okay. Aber nicht als Staubfeuerung, oder? Nein. Es wird natürlich so komprimiert, ähnlich wie Pellet, aber dann in dem Fall wird das Briketts aus Kohle und wird natürlich auch für Grillbereich benutzt oder ja, da gibt es mehrere Bereiche. Also Landwirtschaft bis hin bei ganz guten Hackschnitzel und ganz guten geführten BKWs könnte man sogar so weit kommen, dass man zur Verfütterung für Tierhaltung, das heißt zum Beispiel Hühner und Schweine. Und bei Hühner und Schweine, bei Hühnerbereich zum Beispiel, haben wir jetzt einen Kunde. Ich habe einen Kunde dort, mit dem wir da schon ein Projekt vor Jahren gemacht haben, weil ich hatte davor was anderes, auch mit Kohleproduktion. Da hat er praktisch die ganzen Hühner, wir reden dann von einem Stall mit fast 200.000 Hühnern, einen größeren Hühnerproduzent, also für Fleisch, der komplett die ganzen Pharmazeutikern komplett gestoppt hat, weil das während der Verfütterung die Kohle hineingibt. Okay, ja. Interessant. Also es hilft nicht nur gegen Durchfall, ja? Also. Nein, nicht nur. Alles klar. So, vielen Dank. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, wenn ich es richtig sehe. Wir haben keine Fragen mehr. Wenn Ihnen im Nachgang noch was einfallen sollte, wir sind immer für Sie da. Also wir geben auch gern Kontakte weiter von Herrn Capraro und von Dirk Klein. Schreiben Sie uns einfach. Das Gleiche gilt natürlich auch für einen kostenlosen Beratungstermin mit unseren technischen Beratern hier in Schwerin und in Stralsund. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende unseres Stammtisches angekommen heute. Wir haben Ihnen heute gezeigt, dass der Einsatz von Biomasse in Unternehmen sinnvoll sein kann. Ganz besonders effizient ist natürlich die Nutzung der Biomasse mit einer Kraft-Wärme-Kopplung, bei der Stromerzeugung entstehende Wärme genutzt wird oder als stabile Ergänzung zu fluktuierenden erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind. Voraussetzung ist natürlich, wie wir gerade gehört haben, genügend Platz und auch eine vorteilhafte Bezugsmöglichkeit für die Biomasse. Und natürlich amortisieren sich die Anlagen auch sehr viel schneller, wenn sie bei der Anschaffung Fördermittel nutzen, die genau dafür bereitstehen. Und das war tatsächlich der letzte Stammtisch für dieses Jahr. Aber wir sehen es natürlich hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Und wenn Sie jetzt auch schon die Folie sehen, die ich hier habe, am 11. Januar sind wir wieder für Sie da mit dem Thema Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen im Gewerbe. Mit dabei ist der Wärmepumpenhersteller Smart Heat hier aus MV. Und da geht es um das Thema Großwärmepumpen. Am 25. Januar haben wir das Thema Abwärmenutzung und am 22. Februar nochmal das Thema Biomasse. Und im März geht es dann um Eigenversorgung mit Strom aus PV-Anlagen. In den nächsten Tagen erhalten Sie wie immer von uns eine E-Mail mit den Links zu den Präsentationen sowie zur Webinaraufzeichnung. Und für heute bedanken wir uns ganz herzlich bei Davide Caprao und Dirk Klein, hoffentlich nicht bald mit CC Top Bart. Natürlich unseren Teilnehmern. Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Tschüss und schönen Abend. Danke, Kerstin. Danke, Uwe. Tschüss. Ciao, tschüss an allen und frohe Weihnachten, wenn wir uns natürlich nicht vorher sehen. Auch dir, Dirk. Bis dann. Na, wir sehen uns noch vorher. Ja, wir sehen uns sicherlich. Ciao. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss. Bis zum Feierabend. Tschüss, Baba.